So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Heute wieder mit dem Barbaren. Heute wollen wir ein bisschen Vorschlachten machen. Und dafür brauchen wir... Für was ist denn das versteckte Kleiderhelm hier drin? Abholen. So, Magneten. Geben. Ja, es ist... Komme ich mal eine Mitteilung. Ja, es sollte mit sein, 418. Wow. Für mich ist das viel, für andere ist das zu wenig. Das ist klar. Also, dann reiten wir mal los. Okay, zuerst mal auf die Karte schauen. Ja, ich freue mich, aber es wird wahrscheinlich nicht viel los sein. Ich schaue, dass ich jetzt den nächsten Part, den morgigen Part, schon am Abend aufnehme, wenn viel los ist. Und ihr dann auch viel Spaß habt. Ja, mal schauen. Aber dann werde ich auch untergehen. Also, dann gehen wahrscheinlich alle auf mich. Ich bin so ein armer Teufel. Der arme kleine Drache wird zusammengeschnitten. Zusammengefaltet, zusammengebognet. Wie man sagt, gestochen von den Pfeilen. Hallo Karte, Sie müssen doch mal aufgehen, komm schon. Heute ladet sehr wenig um. Sehr langsam. Ich weiß nicht, wieso ich so viele gefunden habe. Beim Magier, also beim Beschwörer, finde ich momentan nicht so viele. Vielleicht müssen die jetzt leicht werden oder so. Also dann schlechtere, glaube ich. Ja. Nein, nicht mal. Aber es für Ritter. Ah, es für Ritter. Ja, die Karte, die macht Urlaub. Heute ist Urlaub bei der Karte. Deshalb gehen wir auch Urlaub machen. Bei den nächsten. Ich weiß nicht. Okay, dann machen wir. Bin erst Level 36, komme aber gerne mit. So, wir gehen mal zum Bind. Gerne ist das Kessel, glaube ich. Gib mir jetzt die Karte. Es bleibt bei 8,9 stehen. Ja, ja. Heute spielen wir ohne Karte, weil sie einfach keinen Bock hat, weiterzuspielen. Wieso denn? Also ich habe wirklich keine Ahnung, weshalb. Technischer Defekt. Also Syrtis ist im Schlaf und wir greifen Syrtis an. Und am Morgen, wenn sie dann herauskommen, also jetzt ist schon morgen, aber ich denke jetzt so 9 Uhr, 10 Uhr, wenn sie dann aufwachen, sehen sie ihr Reich in Schutt und Asche, wie sie waren erfolgreich und so. Oh je. Party, please. So, wir sind gleich da. Da vorne ist er schon, der Bind. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen inaktiv, sonst bekomme ich immer sofort Party. Jetzt ist die Karte plötzlich da. Herb. Okay, ah, Herb. Jo, komme. War am Bind. So.
Wieso steht jetzt da, du heißt Schuppenhelm? Hä? Hab ich doch gar nicht bekommen. Ich hab's im Lager gehabt. Von wem habe ich jetzt den bekommen? Das ist ein anderer Helm. Hä? Keine Ahnung. Ein Geschenk. Aber er ist für Schütze. Na, ist auch nicht gut. Den behalte ich nichts für Flost oder so. Bis der wieder online kommt. Bis er wieder Bock hat. Ich glaube, der hat nie mehr Bock. Ist recht schade. Hat genau im letzten, im falschen Augenblick eigentlich aufgehört. Ab dann ging es eigentlich nach oben, aber er wollte ja nicht richtig leveln, also er wollte ja nicht mit Reichsquest leveln und dann wurde es ihm wahrscheinlich zu langweilig, also das war einfach zu lange auf Level 26 mal, da war ungefähr 4-5 Tage Level 26, kam einfach nicht hoch. Und er hatte keine Quests mehr und so. Tja, musste leveln, da hast du wieder Quests. Bis Level 36. Also noch 10 Level hättest du Quests hättest du gehabt. So. Dann gehen wir hier rechts entlang. Ich denke, das geht. Jo. Ah. Heute kann ich die Wege anschauen, dann kann ich bald wahrscheinlich in die Wege einziehen, habe ich besseres Internet. Und also es ist nicht eine richtige Wege, es ist so eine ein Wohnhaus, das ein bisschen noch kontrolliert, also nicht kontrolliert, sondern es wird halt einfach aufgepasst für mich. So ein bisschen Luxus. Ach man, ich muss hier rechts. Bin bei Brücke. Manche denken einfach so, der will nur Scherze machen oder so, aber ich möchte ja gerne zeigen. Ich will einfach nur zeigen. Ich muss niemanden kloppen. Ich kann ein bisschen am Fern bleiben und dann den letzten tot kloppen, wenn er halt überlebt hat, den letzten Zirten. Aber ja. Es ist nun mal mit Level 36 machst du nichts. Da machst du einfach keinen Schaden. Und den Gegner, den interessiert mich wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich nur tot gekloppt werden. So. Ich habe über 100 FPS. Und trotzdem ist es irgendwie manchmal ein bisschen. So kleine Haken, also so ganz winzige, kleine Mini-Ruckler. Aber schaut euch die Sichtweite an. Also nur von den Landschaftstexturen, die anderen sind ja nicht so weit. Aber wenn man hier den Baum hier hinten schon sieht, das ist schon recht weit für Regnum. Alles andere, also wie gesagt, Regnum ist ein uraltes Spiel. Wie alt ist jetzt Regnum? 3, 5, 8 Jahre alt, also. Ja, schon fett halt. Eferias. Ja, da war ich gerne als Hirte. Ist eine schöne, ein schönes Schloss. So, ich hoffe, hier sind keine Hirten, aber eben die schlafen, glaube ich, noch. Also gut. Da bin ich ja schon mal. Belohnung in 2 Minuten. Ah, sehr schön, ich will eine Belohnung. Ja, hier leckt es ein bisschen. Muss schauen, sonst mache ich die Grafik wieder ein bisschen runter. Also vor allem die Entfernung halt. So. Und wo sind die anderen? Sind die oben auf der Mauer? Was? Relikte sind momentan nicht verfügbar. Ist es wegen dem Patch? Wahrscheinlich schon, sie wollen nochmals einen Patch bringen. Und bis dann ist
bin im Fort. So. Also schauen wir mal, wo sie sind, hinten dran. So. Die sind alle wahrscheinlich. Ja, der ist sehr schwer. Kili ist sehr schwer, ja, der ist Level 60. Den weiß ich. Tira weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Tira ist auch Level 60, so wie er aussieht. Oder das ist eine Magna-Axt. Vielleicht hat er nur einen Skin von der Magna-Axt. Aber, der hat auch einen Magna-Bogen. Okay, die haben Skins. Noch 50 Sekunden. So. Also, was bekomme ich als Belohnung? Glaube ich, War-Punkte. Warzone-Punkte. Also, eben, ich bin der Kameramann, gehe weit weg. Ich glaube, als Barbar kann man nicht so viel machen. Als Schütze könnte ich da mehr machen. Was trinken? Ich komme. Ja, Mann, ich hatte Flaschen da. Was habe ich jetzt bekommen? Ein bisschen Erfahrungspunkte, okay. Ja, wo geht jetzt hin? In den Süden, in den Süden, in den Süden. Ja, ungefähr so die Entfernung ist gut. Schade, dass es nur ein Schütze hat. Und kein Beschi. Ah, ich muss unbedingt mit dem Beschi hochleveln. Also eben, wenn ich nicht Erfahrung, wenn ich nicht Items bekomme, dann level ich trotzdem hoch, weil Barbar kommt, bekomme ich trotzdem hoch und Magier muss ich schauen, also Beschwörer muss ich schauen. Aber wie gesagt, später bekommt man auch wieder Items und so. Sandstorm. Alle haben Pferde. Ich habe auch ein Pferd, glaube ich. Nein, hier nicht. Ja, hier muss ich die Quest noch machen. Dann bekommt ein kostenloses Reittier. Hier ist der Steinkreis, wo, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Der Boss ist. Wie bei uns Ra. Etwas mit T. Tyros. Nein, Tyros ist. ich weiß jetzt nicht genau. Ja, das weiß sicher einer, der sich da mehr befasst hat. Ich habe da mit diesem Boss nie befasst, weil er eben erst ab Level 50 eigentlich, glaube ich, Loot gibt. Und je früher, als wir den dann mit Level 50 machen, als wenn wir jetzt mit Level 59 machen würden, gibt er nicht so viel Loot. Ah, schön, der Sumpf ist hier. Und Riesen. Riesenbienen. Unter den Bienen geht's entlang. So, das Schloss muss da auf dem Berg sein. Ah, da hinten. Da hinten beim Talflachteil. Okay, der ist aggro. Aber geht in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, wie so Monster manchmal nicht jagen. Dass die KI irgendwie meint, dass der Gegner auf der anderen Seite ist oder so. Ich hätte gerne auch mal verteidigt, aber auch Geld habe ich nicht so viel, damit ich aufrüsten kann. Oh. Gibt gar nicht so viel. So.
Mal schauen, mal schauen. Da ist... Okay, nur die Anzeige ist falsch. Herb... Okay. Herb ist da. Ja, wir sind zu wenig. Wir sind viel zu wenig. Jetzt kommen die sich. Ich gehe dann schon ein bisschen näher, so dass die NPC mich nicht töten. Aber, nicht von hinten dann überrascht werde von den Syrten. So. Mal schauen. Wow, machst du viel Schaden. Das ist ein Wächter, Paladin. Oh nein, ich pante. Ja, soll ich jetzt angreifen oder so? So, hab ich jetzt bekommen? Nix. Was? 398 Schaden? Ich mach so viel. Irgendwie ist die Verteilung irgendwie scheiße. Er soll mich nicht angreifen. Irgendwie bekomme ich von den Mächtigen gar nichts. Hm. Zu wenig stark. So. Ich bin so schwach. Nicht mich angreifen. Nein, ich bin nicht der. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich hab's verstanden. Ich gehe ja schon weg. Mann, die haben so richtig große Reichweite. Ich ruhe mal aus. Hm, wenig Leben. Jetzt kommen dann die Syrten. Jetzt kommen dann wohl die Syrten und killen mich. Ah, oh, egal. Wieso habe ich hier das Mist-Amulett? Hm. Ja. Kann ich auch angreifen? Hier in der Mitte kann ich angreifen. So, geschafft. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder vom Bogenschützen irgendwo angegriffen. Oh, look, schaut mal her. So, die beschützen mich ja, die sind sehr nett. So, der Tür und der Royo und der Killy. Dankeschön dafür. da oben ist wahrscheinlich keiner. Also jetzt nehmen wir einen, scheinbar. Hm. Ich weiß nicht. Soll ich? Oder ist es gefährlich? Ja. Ich sage jetzt mal nichts. Ich will nicht peinlich dastehen. Also er macht's wahrscheinlich. Ich bleibe jetzt mal hier und ein Relikt ist nicht verfügbar. Ich frage mich einfach, was passiert ist oder so. Oder werden sie bearbeitet, aber wieso machen sie es denn kaputt? Ich habe keine Ahnung. Also da oben ist es wahrscheinlich gefährlich. Ich weiß, dass da Wächter sind. Hier bin ich noch ein bisschen sicher. Aber die Buffs, die
Gamebad weg. Ich hoffe, ich bekomme richtig viele Erfahrung. Das wäre nämlich schön. Also jetzt habe ich ja irgendwie 5000. Weiß ich nur, was, wie viel ich bekommen habe. Habe ich jetzt nicht gut geschaut. Ja, das ist weit oben. Und wo sind die Warmaster-Münzen? Das sind ja die Warmaster-Münzen. Habe immer noch 0. Da, 3375. Gut. Ignis erobert Aetherias Kessel. So. Okay, der Keltenwächter. So. Dann haben wir 8 Minuten. So, noch 20 Minuten für eine Belohnung. Werden wir das Fort halten können? Ich glaube, die Wächter aufrüsten. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt. Also, ich denke, die Söten werden dann nochmals. Kann man hier aufrüsten oder was? Ah, hier bei der Kiste, genau. Da können wir mal reinschauen. Da seht ihr zum Beispiel 100.000 für Level 1. Level 2 hat er gemacht, gut. Ich hab kein Geld. So. Da unten. Ja. Das war nur das Grüne von dort hinten. Ich dachte, da unten wäre ein Wächter gewesen. Ja, ich sag's jetzt. Ich bedanke. Schon mal, dass ich mitmachen konnte. Hab Video gemacht. So. Da unten sind die zwei. So. Mach allgemein Videos. Bin Peer. So, ich will ja nicht lügen. Und die Wächter sind jetzt irgendwie, weil wir es ja eingenommen haben. So. Hier hätten wir eine Reichstafel, aber die kann man irgendwie nicht anklicken. Ah, die sind Syrten. Ah, die sind nur von den Syrten. Okay. So. Also, wir gehen wahrscheinlich wieder. Dann gehe ich mal auf. Ich muss ja nicht mitkämpfen, weil ich ja so wenig Schaden mache, wenn die angreifen. Und lass mich mal beschützen. Hä? So. Oh, schaut mal her. Also, sieht fast besser aus wie bei Skyrim. nein. Ich glaube, ich gehe besser wieder. Gehe unten rum, damit ich nicht sterbe. Könnt. Ja, nein. Das werde ich wahrscheinlich sowieso. Weil ich bin wirklich nicht. Also ich kann nicht helfen. Jo.
Nein. Ah, oh Mann. Ich hab doch gedrückt. Ich gehe jetzt hier unten. Jo. Nein. So. Also. Schön, die erste. Ja, Fortschlacht, die Ding. Wir waren ja das letzte Mal nur beim Wall. Da habe ich es ja nicht zeigen können. Also nicht zeigen können, ich hab's nicht gezeigt, weil ich ein Schussel war. Da gab es ja eine Invasion, da war ich im Wald drin, bei Alcius. Und da konnte ich nicht viel machen, außer sterben. Und hier ging es viel besser, da kam niemand. Let's Player. Ich hoffe, das weiß er. Sonst ist es ein bisschen... Ja, nein, es ist nicht peinlich. Gibt halt Leute, die nicht so Videos schauen oder so, nicht so mitbekommen. So. Gut. Ich schreib's jetzt noch, ich schreib's sonst nicht gern. Ich heiße Dragobar bei YouTube. So. Den Magna möchte ich mitnehmen. Kann ich gleich mal schauen, ob irgendwo jemand von den Zirpen herbeischaut. So. Nein, gut. Also. Könnt mich. Nein, das ist. Es ist, weil sie ja nicht voll ist. Also ich sag's meistens nur, wenn die Party voll ist, weil damit ein neuer rein kann. Ich gehe jetzt einfach zurück und verlasse dann die Party. Und ja, das Let's Play ist leider. Also das. Der Part ist jetzt leider vorüber. Das Let's Play hoffentlich noch lange nicht. Und obwohl ich jetzt eigentlich recht wenig Zeit habe, ein Regnum-Park geht immer, egal wie viel Zeit ich... Ja genau, ich sterbe noch. Ja. Wieso ist die Brücke verbuggt? Ja, jetzt sterbe ich. Ich versinke. Ich versinke. Ein Regnum-Part geht immer sehr beliebt für mein Durchschnitt. So. Also, wir sind hier am Fort. Gut. Im Norden. So. Dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen questen. Aber das im nächsten Part. Im nächsten Part machen wir noch Fortschlachten. Deshalb gehen wir mal zu Menria. Vielleicht ist am Abend dann was los. Ich hoffe nicht Inua oder so. Suchen wir uns hier ein Versteck. Zum Beispiel hier hinten. Da wird niemand suchen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Hat mir Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Und ja, nächstes Video dann am Abend, wenn mehr los ist hier. Jo, also, Dankeschön und tschüss.